und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Classic Projekt auf der Provos mit dem Tiger Farm und dem Leon. Hallo. Hallöle. Hallöle. So, wir haben heute einiges zu tun. Wir wollten einiges machen. Ja. Leon wird erstmal den Hafer verkaufen. Damit wir ein bisschen Geld kriegen. Moment, ich wollte gerade mal hier umstellen. Ich habe nämlich schon wieder nicht dieses Manual Attaching an, sondern das andere. Manual Only, so. So, jetzt passt's. Und Tiger Farm, du machst was? Ich stimme die Wiesen und das Feld 1. Warum habe ich so ein Leck? Bin mir auch was. Alter. Hatte irgendjemand mir was gekauft? Ne, das wird man erst in den nächsten Tagen machen dann. Wenn wir genügend Geld haben, dann wird man uns noch ein paar Schafe, Kühe holen. Was ist denn ja los? Madame, laufen Sie mal ein bisschen schneller hier. Immer diese Jugend heutzutage. Ja, latschen einfach beim Zebrastreifen. Wohin damit? Guck mal, wo der Preis am höchsten ist. Alter, ich hab so ein Leck, ne? Frontlader. Wo war denn der vom Ford gestanden? Ich hab den unten abgestellt, stimmt. So, ich muss nämlich noch ein paar Ballen aufsammeln. Juhu. Ja, und irgendwie bleibt die Arbeit immer an mir hängen. Das finde ich nicht so toll. Ich habe was markiert, wo ich, wo es am meisten gibt. Ist gut. Wir brauchen unbedingt Kohle, damit wir mehr Kühe kriegen und mehr Ertrag an Kohle und Milch zu kriegen. Ja. Ja, was mache ich denn? So, und dann werden wir auch, aber ich denke erst morgen, werden wir noch ein paar Sachen verkaufen, die wir im Moment nicht brauchen. Ja, das ist nämlich dringend notwendig. Dass wir einfach ein bisschen mehr Kapital zur Verfügung haben. Ja, wo ist denn unser Ballenwald? Das ist eine gute Frage. Ah, warte, ich überlege. Stimmt, da hatte ich doch die Paletten draufgestellt. Alles vergessen hier. Ist ja steht schon auch noch 2-3 Tage her. Ja. Da hatte ich doch die Paletten drauf. Dünger, Kalk und. Ja, Kalk haben wir. Gab so viel wie geplant. Jetzt habe ich hier noch Kalk, haben wir hier eine Kalk rumstehen, was wir gar nicht brauchen. Kann man auch leider nicht verkaufen. Nee. So, Leon? Ja. Du könntest dann mal zum Hof kommen. Ich bin gerade unterwegs, bin schon da. Ja. Schnappst du so einen Ballengitterwagen? Ja. Und den kannst du auch mal verkaufen. Einen davon. Nein. Oh, Palette rumgeschmissen. Oh. Steht der? Einer steht unten beim Haus. Da wo wir schlafen können. Alter, du bist nicht, ne? Doch, da noch ein bisschen weiter unten. Da steht einer. Oder den da oben, den kannst du auch nehmen, ist egal welcher. Okay. Ui, das Gras ist gewachsen. Und ist schon mal gut. Der hier bei der Scheune steht? Ja. Und was wollten wir noch verkaufen?
den Pflanzenschutz-LKW. Das stimmt. Den Flüssigdinger verkaufen wir auch, weil wir früher oder später, am besten früher, auf Bio-Bauerhof umsteigen werden. So, und ich habe mal die Ballenspieß verkauft. Gibt sowieso nicht viel. Ja. Also einfach zum Shop fahren und da verkaufen. Leer. Ich habe ja nichts drauf. Ja, ja, einfach den Anhänger verkaufen beim Shop. Ach so. Ich dachte, den da brauchen wir nicht mehr. So, ich dachte, da war es aufladen, dachte ich. Nee, nee, nee. Wir haben zwei von den Ballen, von den Pflanzenschutz, von den Anhängern. Ja, okay. Brauchen wir nicht unbedingt. Ja. So, kann ich den hier dran machen? Ajo. Hä? Warum kann ich den? Och nee. Kann mal gerade jemand in den Ford einsteigen? Ich kann kann vorne wieder nicht abkuppeln. Danke. Bitte. Irgendwie, ich weiß nicht, warum das manchmal rumbackt. Hallo? Ich habe auch keine Ahnung warum. Das leckt total. Ja. Alter! Ich bin ja voll gegen das Haus gefahren, Alter. Ich kann nichts mehr machen. Ich auch nicht mehr. Hallo? Ich kann die Kamera bewegen, aber sonst gar nichts mehr. Ich mach nichts? Ich auch nicht. Und was machen eure Fahrzeuge? Fahren die auch schön durch die Gegend? Nee. Ich kann aussteigen. Warum mehr auch nicht? Jawohl, ich auch. Ich kann aber auch rumlaufen. Ich kann nicht mehr. Ja. Moin. Geil! Hä, der Ford hängt total. Der liegt gerade auf der Seite. Bei mir hat's voll den Traktor zerrissen. Und den Anhänger. Liegt das an der neuen Version? Jetzt ist auf einmal mein Düngersteuer leer, obwohl der gerade eben noch ein bisschen voll war. Was ist das heute los hier? Das ist sehr merkwürdig. Ich glaube, da läuft was ganz gewaltig schief, aber es war ganz gewaltig. Steigt mal in den Traktor, wo ich drin war. Den hat's voll zerrissen. Komme ich nicht rein. Wenn ich im Ford sitze, komme ich nicht mehr weiter. Den hat's sowas von zerrissen. Der steht hier. Ah ja, okay. Und es war durch den Leck. Okay, aber den IMT konnten wir auch retten. Jetzt geht's auf einmal wieder, oder was? Ne, der Ford hängt. Also ja, der... Ich kann gerade gar nicht mehr fahren. Hä? Der John Deere kann auch nicht fahren, also... Also, jetzt kann ich wieder fahren, jetzt ist er wieder stopp, jetzt steige ich wieder aus, jetzt ist er aber... Hä? Tiger Farm ist zweimal da, auch interessant. Jetzt kann ich wieder fahren. Ich auch. Nee, du stehst hier neben deinem Traktor. Nee, ich fahr. Aber irgendwie durch mysteriöse Weise ist mein Düngerstreu auf einmal leer geworden. Ich hatte hier gerade noch ein paar Paletten hingestellt. Das hat doch so safe was mit dem Ding zu tun. Kaufte Fahrzeuge, okay. Das Problem ist, ich kann den Ford nicht mehr. Kann mal jemand probieren, ob er den Ford handeln kann? Ja, warte, ich will das eben auch. Jetzt verstehe ich wieder. Nee. Ich glaube, der Ford hat irgendwie eine Macke. Durch das Update wahrscheinlich. LOL! Hätten wir ihn doch verkauft. Ja, sobald jemand im Ford ist, dann spacken die anderen Fahrzeuge. Komisch. Ah, du konntest ihn aber wenigstens aufstellen, ich nicht. Ich kann hier gerade nichts mehr machen. Ich auch nicht mehr. Jetzt.
So. Es hat doch irgendwas mit einer neuen Version auf sich. Dann probier ich's nochmal. Ne, guck mal, jetzt schon wieder. Ja, jetzt bist du zweimal da. Ich habe nach rechts vorne gelenkt und bin ein bisschen gefahren. Jetzt hängt da im Fahren und Lenken drin. Zeigefahren. Ja. Und ich komme nicht raus. Jetzt weiß ich auch vielleicht, wieso das es so lange speichert. Was vielleicht damit zusammenhängt. Also bei mir ist total leckig. Ich komme auch nicht mehr aus dem Menü raus. Ich schon. Ich komme in dem Menü rein und raus. Ja, mein. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalte deinen Computer nicht aus. Lädt er immer noch? Jetzt gerade. Genau, genau sowas war bei mir nämlich frei auch. Ja. Genau sowas bei mir auch. Haben die den Multiplayer kaputt konfiguriert? Anscheinend schon. Das sollte eigentlich Verbesserungen bringen. Eigentlich. Ja, Verbesserung in Anführungsstrichen ist das hier. Hat's aber nicht. Ja. Wie lange hat es bei dir geladen, Leon? Oder gespeichert? Ist das locker 5 oder 4 Minuten ungefähr dran, bis das gespeichert hat und der war immer noch nicht fertig. Ne, ja, das bei ist dir? Sehr schade. Bei dir? Warte jetzt gerade mal. Speichert er immer noch? Ja. Ja, genau, das war bei mir nämlich auch. Könnt ihr was machen? Ja. Ich kann hier rumfahren, wie ich möchte. Ich auch. Ich brauche halt nur noch eine Aufgabe halt. Ja, das bringt nichts, weil wenn ich nicht speichern kann und er den Spielstand zurücksetzt, dann bringt uns das alles nichts. Naja. Und deshalb... Und genau, sowas, so lange hat es bei mir auch geladen. Ich wäre vor mal zu dir gefahren, wo auch immer du bist. Lol, der Vorteil liegt ja voll da. Liebes Team von Giant, was habt ihr getan? Also es lädt bei mir immer noch, ich weiß nicht, was passiert. Genau. Ich mach jetzt mal einen kurzen Cut und dann gucken wir mal, ob ich irgendwie zu einem Ergebnis komme. Bis gleich. So, Freunde, nach ein paar Minuten hatten wir immer noch keinen aktuellen Spielstand. Ich musste dann das Spiel mit Alt F4 einfach mal schließen, weil es hat sich ja aufgehangen. Und dann dachte ich mir, ich gucke einfach mal, ob ich das im Singleplayer noch machen kann. Und als ich das dann probiert habe, seht ihr hier, wir haben einen Kontostand von 34.000. Das haut hin. Ja, also, wir haben den richtigen Kontostand. Wir haben auch im Grunde die richtigen Mods hier. Ich hoffe mal, dass es die richtigen Mods sind. Weil ich gerade überlege, ich hätte doch den einen Mod nochmal rausgeschmissen. Ging nicht. Okay, und wenn wir hier reingegangen sind, haben wir zum Beispiel alles, was wir brauchen. Wir haben sogar den Fort hier auf der Seite liegend. Und ich kann den hier auch bewegen ohne Probleme. Kann den auch wieder aufstellen. Irgendwie. Wenn ich fähig bin, kriege ich das hin. So. So. Also hier im Singleplayer funktioniert alles. Jetzt sollten wir gerade mal gucken. Nee, warte mal, ich stelle mal gerade die Paletten da runter. Ich probiere mal, ob ich das hinkriege. Aber ist Manual Attaching gar nicht mehr dran? Ich kann nicht in den Frontlader. Der Frontlader ist das Problem. Jetzt hängt es schon wieder. Jetzt ist Manual Attaching. Hä? Alles ein bisschen seltsam. Und der Traktor hat...
Der Frontlader ist völlig zerstört. Hä? Ich werde mal kurz den reparieren. Gerade mal gucken, ob das alles eine Auswirkung hat. Könnte ich mir generell vorstellen. Aber der Traktor hat auch noch keine 78 Arbeitsstunden. Kann in diesem Zustand nicht abgenommen werden. Warum denn nicht? Ich kann hier überhaupt nichts abhängen. Warum kann ich denn die Geräte nicht mehr an- und abkuppeln? Okay, so geht's. Also das ist alles ein bisschen merkwürdig. Ob das damit zusammenhängt, aber das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. So, jetzt haben wir das, die Sache hier zumindest schon mal gewartet. Das ist auch nicht ganz so verkehrt. Was mir halt immer noch Sorgen macht, ist, dass ich die speichern konnte. Ich werde jetzt mal kurz die Paletten hier noch runterballern. Stimmt, die waren zu schwer. Ha. Trick 17. Vielleicht hängt es irgendwie mit dem Ding zusammen, wie stark die Sachen beschädigt sind. Das fände ich ja gar nicht mal so schlecht. Allerdings habe ich davon nichts gelesen, dass sie das als Update eingefügt haben. So. Gut, dann schauen wir mal, was mit dem Anhänger hier los ist. Kann hier... Ah, hier jetzt. Okay. Kann ich das auswählen. So. Es scheint jetzt hier im Singleplayer erstmal zu funktionieren. Ich werde jetzt gleich probieren zu speichern. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich jetzt schon wieder aufgenommen habe. Nachdem wir ja die Folge außerplanmäßig unterbrochen haben. Stopp, Herr Kollege. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. Es wäre nämlich schade, wenn wir hier die Aufnahme so nicht weitermachen könnten. Weil er beim Speichern immer rumkackt. Ne, zack, fertig. Gespeichert. So, jetzt ist die Aufnahme abgeschmiert, aber planmäßig. Das ging nämlich beim alten auch nicht mehr, dass er den Spielstand reingeschrieben hat. Da steht immer nur mein Spielstand. So, also, im Singleplayer scheint es zu funktionieren, im Multiplayer nicht. Ich bin wirklich mal gespannt, ob da Giants einfach etwas gemacht hat, damit nicht so viele Leute Multiplayer spielen, sondern dass die Leute über den Multiplayer-Server sich einkaufen müssen. Das wäre aus meiner Sicht fatal für Giants, und aber da müssen wir mal einfach abwarten, was da passiert. Ich bedanke mich bei euch trotzdem fürs Zuschauen. Wenn ihr auch die Probleme habt oder wisst, wie man die beheben kann, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und ja,
wünsche euch trotzdem einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.